Diese realistisch nachgestaltete Szene, liebe Modellbahnfreunde, kann man mit entsprechenden Modellbahnzubehör selbst erstellen. Und das ist eine sehr realistische Szene, wie man sie heute leider viel zu oft an den Strecken der Deutschen Bahn auch findet. Und am Bahnhofsschild sehen Sie bereits, Heketal ist auch der leichte Hinweis darauf, wo wir uns jetzt befinden, nämlich am Stand von Heki hier auf der Messe Nürnberg. Lieber Ralf Kittler, jetzt wollen wir natürlich wissen, was es Neues von Heki dieses Jahr gibt. Zuerst möchte ich Sie mal herzlich willkommen heißen bei uns am Stand hier auf der Spielwarenmesse. Freut mich, dass Sie wieder den Weg wie jedes Jahr gefunden haben. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Die Neuheiten jetzt von diesem Jahr. Im Großbahnbereich haben wir einmal eine Buche bis 40 cm und dann noch einen Apfelbaum, einen blühenden Obstbaum und einen normalen Obstbaum jetzt bis 25 cm Größe. Für mich ergibt sich ja immer die Frage und wahrscheinlich auch viele Modellbahnfreunde, Sie beschäftigen sich ja hauptsächlich so ein bisschen mehr in diesem Baumbereich. Was kann man denn eigentlich immer wieder neu machen, um die Modellbahner mit Neuheiten ein jedes Jahr zur Messe zu beglücken und zu begeistern? Was machen Sie da anders oder was machen Sie neu? Ja gut, es wird immer schwieriger, sich neu zu erfinden. Aber wir verändern die Techniken, der Detaillierungsgrad wird größer. Ja, die Bäume werden filigraner. Man versucht dann auch die Preise zu halten. Natürlich, man kann nicht immer alles teurer machen. Und das ist halt unser großes Plus, dass wir da so ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Apropos Techniken, Sie haben ja für dieses Jahr nur allerhand Neuheiten im Programm. Der Fokus liegt zwar auf allen Spurweiten, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Sie sich so ein bisschen mehr auf die kleineren Spuren verlegt haben, TT oder Z oder N. Ja, natürlich haben wir uns jetzt auch auf TT, N und Z ein bisschen fokussiert, weil da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich denke, die wurden in den letzten Jahren immer ein bisschen vernachlässigt. Man hat eher auf den H0-Bereich geguckt, aber jetzt haben wir auch wieder am N, TT und Z-Bereich ein bisschen was gebracht. Und ich glaube, das werden unsere Kunden dann auch honorieren. Was ist jetzt, sagen wir mal, spurenübergreifend oder nach Spuren getrennt? Nun die absoluten Highlights. Das eine haben wir ja schon gesagt. Was mir aufgefallen ist, zum Beispiel eine wunderschöne Rotbuche. Ja, da haben wir jetzt dieses Jahr eine neue Rotbuche. Wir hatten sie schon mal vor Jahren im Sortiment, aber die war jetzt halt optisch und jetzt von der Struktur, von der Filigranität her nicht so sehr gelungen. Da haben wir gesagt, okay, die legen wir nochmal neu auf, kreieren sie ganz neu, entwickeln sie ganz neu, auch von den Farben her. Ich denke, sie ist uns recht gut gelungen. Also sieht schon im Prospekt sehr gut aus. Ich denke, wird auch ein Hingucker auf der Anlage werden. Dann hat man den typischen klassischen Tannenwald. Den muss man nicht neu erfinden, aber auch da gibt es immer wieder Veränderungen bei Ihnen. Ja klar, das liegt jetzt mehr an der Beflockung. Das ist eine ganz filigrane zweifarbige Beflockung, mit denen wir jetzt die neuen Tannen beflocken. Es sind auch Hochstammfichten dabei. Hatten wir früher auch mal im Sortiment, haben wir auch wieder rausgenommen, haben wir wiederbelebt, verschönert, verbessert. Und ich denke, auch dieses Produkt sieht sehr gut aus. Dann einen typischen klassischen oder sagen wir typisch deutschen Baum, die Silberpappeln sind ja auch da. Ja klar, ich meine an jedem Fluss stehen Silberpappeln, Silberweiden, Silberahorn. Wir haben halt gleich die ganze Palette, haben einen Rundumschlag gemacht, haben das ganze Thema einmal aufgegriffen und haben da für alle oder für jeden Bereich in der Richtung die Bäume entwickelt. Gibt es jetzt außerhalb der Bäume, die ja nun auch so ein bisschen Markenzeichen von Heki sind, bestimmte Sachen, die Sie sagen, das müssten wir jetzt den Modellbahnfreunden noch sagen, das haben wir also da neu im Sortiment oder wie gesagt, bieten wir generell neu an? Ja gut, als Beispiel, wir versuchen ja den Leuten immer ein bisschen Kreativität zu vermitteln. Wir haben ja unsere Hegidur-Modellbauplatten, die man selber prägen, selber rillen kann. Das sieht man dann auch hier zum Beispiel an dem Bahnhof. Der wurde komplett aus dem Konstruktionsset, aus unserem Sortiment gefertigt. Man kann die Platten selber zuschneiden, man kann sie selber prägen, es geht relativ einfach. Die Schwellen hier, alles, das ganze Modell, was man hier sieht, die Mauern wurde alles aus den Styrodurplatten gefertigt. Und wir versuchen halt die Kreativität aus den Leuten ein bisschen rauszukitzeln. Also mit anderen Worten, man kann generell bei Ihnen auf Ihren Webseiten sicherlich das komplette Zubehör zum Basteln, Bauen und zum Kreativsein, zum Gestalten einer Modellbahnanlage jederzeit finden. Einschließlich der Neuheiten, ganz klar. Mit Sicherheit, ja. Ja, liebe Modellbahnfreunde, Sie sind also aufgerufen, auch an der Stelle weiter zu wuseln, auch auf den Webseiten von Heki und natürlich auch beim Modellbahnshop Lippe, denn dort können Sie diese ganzen wunderschönen Sachen auch kaufen und bestellen. Ich bedanke mich, lieber Ralf Kittler, für diese kurzen, knappen Ausführungen. Aber ich denke,
mit diesen kleinen Highlights werden Sie da ein paar Akzente setzen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und ich denke, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Denke ich auch. Danke.